Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Freunde, ihr seht schon, heute dreht es mal wieder um Rheobrix. Ihr wisst es ja inzwischen, Fanol, Rheobrix, das sind so im Moment zumindest meine Lieblings-Klemmbausteinhersteller. Die haben mich wieder angeschrieben und gesagt, juhu, wir haben die offizielle Lizenz jetzt von World of Tanks. Und haben jetzt da drei Panzer rausgebracht. Welchen davon würdest du gerne bauen? Welchen dürfen wir dir zuschicken? Naja gut, ich habe mich jetzt, wie ihr seht, für den TOC 2 entschieden. Den fand ich persönlich am schickesten, also am schönsten von den dreien. Ich verlinke euch das natürlich alles in der Videobeschreibung unten. Da könnt ihr dann sehen, was es alles gibt für welche. Also wir haben dann noch den Tiger 1 und den Sherman. Oder einen Sherman. Das verlinke ich euch, wie gesagt, alles unten in der Videobeschreibung auch. Da alles, was dazugehört, den Preis und so weiter, sage ich euch natürlich alles nach dem Intro. Ja, wir haben also Rheobrix, die Nummer 27032, einen TOC 2 mit der Lizenz von World of Tanks. Ab 14 Jahre 1427 Teile. Das macht einen Teilepreis von, 4,2 Cent, genau. Allerdings kostet es 59,99 Dollar. Ja? Wir haben zwar einen Versand aus Deutschland, glaube ich sogar. Also da müsst ihr mal gucken. Wie gesagt, ich verlinke euch das alles unten. Das wird ja von überall versendet und ich glaube, wir haben auch ein Warehouse in Deutschland. Also nicht wir, also Rheobrix. Und von da wird das also auch verschickt, aber ich glaube trotzdem, das wird in Dollar angegeben, soweit ich das weiß. Wie gesagt, ich verlinke es euch unten, wenn euch das interessiert, guckt gerne unten rein. So, da haben wir die Rückseite, ist jetzt nichts Sonderliches, außer was man da ein bisschen machen kann, hier wegen was abheben hier und aufmachen und den Geschützturm bewegen, beziehungsweise das Rohr hoch und runter. Genau, das ist eigentlich alles. Der Karton ist schön klein. Also wird er, schätze ich mal, ziemlich voll sein. Da stehen noch die Maße drauf hier, 39,3 cm, Breite 10,6 und Höhe 18 cm. Ja, da steht es. Gut, dann machen wir den ganzen Karton mal auf und schauen mal rein. Ich bin mal gespannt, ob da Sticker drin sind. Ich hoffe ja nicht, weil hier diese Sachen hier, die hier sind, die aufzukleben, ich weiß nicht, ob das so lustig ist, hier oben und so. Aber das werden wir jetzt gleich feststellen. Gucken, ist er wegpacken wieder. Nicht, dass wir uns noch verletzen, ne? Wollen wir ja auch nicht. So, und ihr seht schon, wie gesagt, das Ding ist proppenvoll. Also gut. Ich frage mich, wie sie das immer da alles reingestopft kriegen. Oh, so viele Tüten sind das gar nicht. So, gut, dann haben wir hier eine Anleitung. Eine kleine, schicke Anleitung, also jetzt nicht zu groß. Und was mir gefällt, dass die extra nochmal eingepackt ist. Da haben wir Bauabschnitt 1. Und Bauabschnitt 2, 3 und 4. Das ist dann nochmal extra unterteilt. Also hier zum Beispiel bei Bauabschnitt 1, da seht ihr schon Tüte 1 von 1, Tüte 1 von 3 und so weiter. Wahrscheinlich ist das dann nochmal extra aufgeteilt und das ist natürlich dann super. Gut, dann packen wir jetzt mal noch die Anleitung aus. Also das finde ich klasse. Finde ich schick, dass die so extra hier eingepackt ist. Gefällt mir. Ist so gut eingepackt, die kriege ich gar nicht raus jetzt. So, was kommt uns da entgegen? Tatsächlich. Leute, ich weiß nicht, ob ich das anbringe. Ich habe keine Ahnung. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das ist leider nicht so schön. So wie ich die Sache sehe, sind es Transfersticker? Ja, das ist zumindest etwas, aber ich weiß nicht. Das ist schon, wenn ich mir das so angucke und das muss jetzt alles beklebt werden, finde ich schon happig. Also ja, wir haben insgesamt 195 Seiten, allerdings ist auf den letzten Seiten dann
die Teileliste, finde ich klasse. D78, also das ist wieder so unterteilt. Und hier sieht man schon auch die Sticker aufkleben. Ne? Ja. Das weiß ich noch nicht. Ich habe noch keine Ahnung, ob ich die aufklebe oder nicht. Ne? Weil das finde ich schon ein bisschen arghappig. Ja, anfangen tun wir mit Bauabschnitt 1. Da sehen wir schon, ein Kettenknüpfen. Das ist ja auch, gehört ja auch zu meiner Lieblingsbeschäftigung. Aber ja, gut. Das ist jetzt nicht so dramatisch wie das hier. Dann gibt es noch eine Bonuscard. Die halte ich euch jetzt nicht in die Kamera oder ja, aber den machen wir mal so, weil da ist ja ein Code drauf, ja, dass man das nicht erkennen kann. Ein Bonuscode, da kriegst du dann 400 Gold extra. Das geht wahrscheinlich ums Spiel dann. Ich kenne das Spiel selber nicht, aber da kriegst du dann 400 Gold, ein Crewbook und keine Ahnung, fünfmal, ich keine Ahnung, was das heißt. Ich bin da nicht so, Englisch ist nicht so jetzt ganz meins. Aber wie gesagt, das ist anscheinend, kriegt er da noch Bonussachen. Ja, Bonuscodes, Instruktion. Login und bla bla. Okay, ich würde sagen, ich bin noch ein bisschen geschockt von den ganzen Aufklebern. Ihr merkt das schon. Ne? Ich packe jetzt Tüte 1 aus und fange mal an zu bauen und dann melde ich mich zwischendurch wieder. So Leute, die ersten beiden Bauabschnitte habe ich jetzt fertig. Einmal Bauabschnitt 1 und einmal Bauabschnitt 2. Normalerweise ist es so gedacht, dass das Bauabschnitt 2 darauf aufgebaut wird. Was ich aber festgestellt habe, wenn ich hier immer irgendwas drücke, dann passiert es halt öfter mal, dass es hier sich durchbiegt oder mal ein bisschen nicht abfällt, aber sich lockert. Ja, und das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Deswegen habe ich dann nämlich dazu entschlossen, dass ich das hier extra baue und danach draufsetze. Ich weiß es noch nicht genau, ob ich jetzt das gleich dann draufsetze oder da weiter drauf baue. Das muss ich mir noch überlegen. Das weiß ich noch nicht. Aber wir haben auf jeden Fall hier pro Seite 105 Kettenglieder hier drauf gemacht. Und ihr seht schon, das ist nicht ganz so smoothie läuft es hier. Weil das dadurch, dass es ein bisschen ein bisschen locker ist. Es soll so sein, dass es hier so durchhängt. Ich habe nämlich erst probiert, noch mit einem weniger geht. Ja, jetzt habe ich es wieder aufgemacht. Es geht zwar mit einem weniger, aber wartet mal. Also beides auf einmal kann ich nicht, ne? Reden und jetzt lockert sich es da. Na komm schon. Aber wenn ich das jetzt mit einem weniger mache, dann hängt es zwar nicht so durch, aber dann schleift es hier an dem, ja, hier an der Unterseite. Ne? Deswegen ist es dann doch besser, man macht so. Also es geht so, ne? Aber ihr seht schon, es dreht sich auch nicht alles hier mit. Ne? Also ja, gut. Dann haben wir, also das ist ja so mit Technik-Sachen gebaut hier und Achsen und hast du nicht gesehen. Ne? Also jetzt nichts irgendwie Besonderes. Hier haben wir dann jetzt einen Teil vom Panzer jetzt oben drauf gebaut mit Sitz, mit Cockpit hier vorne. Ja, ein paar Schalthebel sind da drin, Lenkrad ist da drin. Hier, das ist auch so eine, es hält zwar, wenn ich so mache, aber wenn ich dann irgendwie dran komme, weil ich es irgendwo aufsetze, dann fällt es gerne mal ab, ist auch blöd. Dann haben wir hier einen Motor, so angedeutet zumindest, und hier hinten auch, und das ist auch was, da ist ein Schlauch. Und dieser Schlauch, der soll eigentlich hier an die Noppe ran, da oben ist eine, und der soll da unten an dem Motor, das sieht man jetzt gar nicht, soll das auch so. Also praktisch soll das so, wie zeige ich euch das am besten, so soll es ran. Aber wir haben hier ein Problem, dass dieser Schlauch, wenn ich den hier zum Beispiel oben an die Noppe ran mache, das hält
Überhaupt nicht. Das heißt also, da ist so viel Spannung drauf, wenn ich jetzt da unten das reinmache, dann hüpft er oben immer wieder raus. Also habe ich mich dazu entschlossen, ich tue den einfach hier unten, da sind auch zwei Noppen frei, setze den da drauf, tue den da reinbiegen, zack und fertig, dann ist er halt so drin. Es ist mir eigentlich egal. Ja, ich weiß, ich hoffe zwar da nicht, dass da jetzt irgendwas drauf kommt dann, weil dann muss ich mir mit dem Schlauch was anderes anfangen lassen, aber jetzt lasse ich ihn halt so. Genau. Und ja, und ansonsten das Ding ist ja relativ stabil, bis auf, wie gesagt, da vorne die zwei Schürzen hier. Und jetzt werden wir es mal draufsetzen und ihr seht schon, das soll also hier draufgesetzt werden. Und das ist gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Ja, also ich sehe schon, wenn ich jetzt hier, das ist alles so Millimeterarbeit, wenn ich jetzt hier rangehe. So. Aber ich glaube nicht, dass es das so richtig ist. Nee, der hängt noch nicht richtig drauf. Das ist gar nicht so einfach, Leute. So muss es. So, jetzt drücke ich das praktisch irgendwie fest. Ich weiß noch nicht wie, aber ich versuche es jetzt mal irgendwie festzudrücken. Und da seht ihr schon, das ist gar nicht so. Merkt ihr, das ist ja nicht so einfach. So, jetzt habe ich es. Und dann ist es aber schon wieder. Haben wir schon wieder ein Problem mit den Ketten. Und zwar, warum? Warum haben wir ein Problem? Weil ich denke mal, dass die Schürzen hier vorne. Also das ist irgendwie entweder noch nicht richtig. Aber wenn ich jetzt noch weiter vorgehe, ich muss das echt mal testen, wie das am besten ist. So. Vielleicht ist es so richtig. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich sage ja, das ist mit dieser Schürze. Ich glaube, so passt das eher. Beziehungsweise mit dem Oberstück hier. Ja. Aber ja, das ist natürlich. Ich denke, das passt so. Aber ihr seht schon, es rollt nicht so richtig gut hier. Ja, weil hier ist es wieder draußen. Es ist noch nicht so ganz das, wie ich mir das eigentlich wünschen würde, ehrlich gesagt. Na? Das ist nicht so richtig schön. Und wenn ich nicht aufpasse, dann gehen wir nämlich innen drin hier das wieder ab. Also, ja. Seht ihr, das lockert sich dann hier. Also, das ist. Normalerweise sollte das aber eigentlich drin bleiben. So, jetzt. Ja, jetzt habe ich es einigermaßen. Ne? Also ihr seht schon, und ich übe da auch ein bisschen Druck aus. Ja, das ist, und schon hängt sie wieder. Also, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir einfach nicht. Ja. Aber ich meine, es ist ja auch nur. Da seht ihr, das geht dann immer wieder vorne raus. Es ist ja auch eigentlich nicht zum Sp Und dann, seht ihr, das ist das, was ich meine. Es ist natürlich hier. Dieses Eck da ist jetzt wieder rausgefallen. Jetzt kann ich da erstmal so schauen, dass ich das irgendwie wieder reinkriege. Also das ist ein bisschen nervig hier vorne, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also ich werde das wieder zusammenbauen und dann werde ich mal weitermachen mit Bauabschnitt 3. So Freunde, der TOC 2 ist fertig, beziehungsweise ja noch nicht ganz, weil ihr seht schon, ich habe hier alles in Extra-Teilen. Das ist jetzt hier relativ stabil. Ich muss nur schauen, dass ich das dann auch noch raufkriege, ohne dass es mir auseinanderfällt. Ich habe das ja raufgesetzt gehabt nach dem zweiten Bauabschnitt und habe dann wieder angefangen zu bauen. Aber es war wieder das Problem, dass die Stabilität hier drauf nicht so gut war und dass es immer wieder irgendwas auf der Seite runtergefallen ist. Und deswegen habe ich gesagt, nee, also ich lasse das jetzt, ich baue das jetzt hier so fertig. Und dann, ja, und dann versuche ich es danach aufzusetzen. Ob das jetzt nur so funktioniert, ist die zweite Frage, denn ihr seht schon, hier vorne ist es jetzt doch relativ eng. Ja, es wird spannend, das kann ich euch schon mal sagen. Das werde ich mit euch zusammen machen. Auf jeden Fall werde ich das versuchen. Was gibt es noch zu sagen? Den Turm, den habe ich auch extra. Warum ist der extra? Weil der wird eigentlich nur hier so draufgesetzt. So. Bums, ne? Lässt sich gut drehen in alle Richtungen, aber er ist auch nicht irgendwo jetzt fest.
Ich weiß nicht, ob der fest sein soll, keine Ahnung. Aber selbst wenn, ist es ein Problem. Denn hier drin, jetzt versuche ich euch das mal zu zeigen. Hier drin, man kann das einigermaßen erkennen. Da, das drückt sich nämlich hier runter. Also hier ist ein Spalt, ne? Und das ist auf der anderen Seite auch. Da drücken sich die, Teile halt runter. Ne? Das ist, hier kann man das schon einigermaßen sehen. Ja, und das ist natürlich dann doof. Ja? Also von daher, wenn ich jetzt das versuche aufzunoppen irgendwo, was aber auch gar nicht geht, weil es ist ja auch kein Pin oder sowas da, ja, würde das also nicht funktionieren. Also von daher kann man den Turm einfach abnehmen und das ist gut. Wir haben hier noch ein kleines Maschinengewehr eingebaut und eben dieses, dieses Geschütz hier. Ne? Das kann man auch rauf und runter machen. So, genau. Hier, das kann man abnehmen. Das habe ich euch ja, glaube ich, gezeigt. Ne? Dann kann man das abnehmen und kann man in den Motor reingucken. Ja, das funktioniert auch. Und wir haben jetzt natürlich noch eine bedruckte Fliese. Hier, gucken, ob ich das jetzt so hinkriege mit dem Fokus. Es ist mit meinem Fokus, das ist manchmal wie ein doch, er hat es. Sehr schön. So, ne? Ja, und das wird, es ist einfach nur diese vier, diese zweimal, was ist das? Was sind das überhaupt? Eine 6? 2x6 Fliese? Ja, 2x6 Fliese. Und da ist hinten so ein, ja, 1x1 Round-Ding dran, dass man es so hinstellen kann. Oh, das könnt ihr gar nicht sehen. Also, dass man es so hinstellen kann vor dem Panzer. Ne? Gut, dann haben wir noch übrig, ein Teile drin haben wir übrig. Und was mich eigentlich sehr verwundert, wir haben, zeige ich mal so, wir haben die ganze Zeit hier nur diese Kettenglieder, diese, ich weiß gar nicht, wie wir sind, 2, 4, 6 Stück, 6 Kettenglieder und ein Achsstopper übrig gehabt. Sonst nichts, die ganze Zeit. Bis zu den letzten 2 Tüten. Da sind auf einmal diese Teile hier übrig. Ich habe keine Ahnung, warum. Ja, warum die jetzt so übrig sind, das weiß ich nicht. Ich habe nochmal alles durchgeguckt, aber ich habe nichts gefunden, wo das hingehört. Vor allen Dingen hier mit dem Loch drin, 1x1. Keine Ahnung. Weiß nicht, wer das schon gebaut hat, aber ich weiß nicht, ob das schon so viele gebaut haben von euch. Die können mir das gerne mal sagen, ob die das auch übrig hatten. So, was noch? Das hatte ich euch gezeigt, hier diese Bonuskarte, Aufkleber. Ihr seht, habe ich jetzt keinen einzigen angebracht, weil mir das Risiko einfach zu groß ist, wenn ich jetzt da an... Bei einem Aufkleber kann ja eigentlich nicht viel passieren, aber ich meine, das sind halt Transfersticker, so wie es aussieht. Und wenn ich die alle aufgeklebt habe hier, hier an den Turm magst du noch gehen, weil der ist doch wirklich sehr stabil, das Ding. Aber auf den kleinen Teilen hier vorne, gerade hier, ne, wenn ich da jetzt was aufklebe oder auf der Seite, da habe ich immer Angst, dass mir das wieder abfällt. Also es ist schon stabil, ja, es hält, aber ich, mit den Aufklebern, ich weiß nicht. Ich habe wirklich... Ich habe jetzt für das Ding hier ungefähr bestimmt 4 Stunden gebraucht, weil ich immer mal wieder Probleme hatte, das abzumachen. Nicht abzumachen, Quatsch, also das wieder hinzubauen. Ja, und jetzt werde ich, ihr seht schon, jetzt werde ich versuchen, das hier ranzubekommen. Aber ich hatte wirklich, wirklich ganz, ganz viel Respekt vor, ob ich das so hinbekomme. Das ist noch ein bisschen vielleicht, dann bin ich unten. Es ist nicht leicht. So, ist hier schon dran? Nee. Es ist wirklich... Also ich, wie gesagt, ich mache es jetzt lieber so, als ich... das dann die ganze Zeit wieder abhabe, aber ja, jetzt kriege ich es natürlich auch nicht mehr richtig drauf. Das ist gar nicht so einfach. Man muss, das ist wirklich jetzt Millimeterarbeit. Ja, das hängt jetzt hier hinten drauf. Das müsste jetzt eigentlich noch irgendwie. Ich weiß schon, da haben wir schon. Seht ihr das? Das ist das, was ich meine. Schon ist das wieder abgefallen da.
Ja, also, ja, das ist jetzt nicht das Problem, das kriege ich hier wieder locker ran. Aber jetzt habe ich da wieder das Ding. Jetzt habe ich das da wieder ab. Wo kommt denn das hier ran? Ja. Also, ihr seht schon, das ist nicht so einfach. Warte mal, wie ist denn das da dran? Jetzt muss ich mal selber gucken. Ja, gerade jetzt hier dieses, da ist es daran zu bekommen. Also, ist schon wieder abgefallen. Das ist schon wirklich nervig, das muss ich wirklich sagen. Also da haben sie sich, ja, wie soll ich denn sagen, da haben sie sich keinen großen Gefallen mitgetan mit diesem Ding, ne? Mit diesem Aufbau. Jetzt habe ich da wieder, es ist wirklich eine Sache für sich. Also da haut es mir auch glatt ein bisschen die Schweißperlen jetzt raus, weil ich da echt Angst habe. Ich würde das euch gerne zeigen, dass es auch funktioniert. Aber es ist natürlich. Oh, jetzt komme ich langsam runter. So, jetzt. So, aber ihr seht schon. Ich bin jetzt dann, ich habe es jetzt drauf. Und es geht auch einigermaßen. So. Okay. Das war jetzt doch ganz schöne Action, das da drauf zu bekommen. So, jetzt ist es natürlich so, man fährt ja hier nicht jetzt mit spazieren oder sonst irgendwas, sondern der steht halt irgendwo. Der steht halt irgendwo jetzt in der Vitrine. Und schaut dann gut aus. Wie gesagt, die Aufkleber habe ich jetzt nicht aufgebracht, finde ich jetzt nicht so prickelnd. Wir messen jetzt das ganze Teil mal noch aus. Wir haben hier eine Länge mit dem Geschütz oben von ja, 38,5 cm. Eine Höhe, nehmen wir die Antenne hier, von 18,5 cm. Und eine Breite haben wir hier von ja, 11 cm ungefähr. So, jetzt schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr den TOC 2 findet. Ich meine, ausschauen, so finde ich klasse. Wenn da Aufkleber drauf sind, schaut er wahrscheinlich noch besser aus. Aber jetzt auch so finde ich ihn wirklich gut gelungen. Die Bautechniken an sich, die fand ich ein bisschen tricky. Also da muss ich sagen, ja, das hat mir schon sehr beansprucht. 14 plus auf jeden Fall, kann ich nicht anders sagen. Also 6, 8-Jähriger, ich glaube nicht, dass der das hinbekommt. Gut, aber wie gesagt, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr den findet. Und ob der euch gefällt, ja. Und wenn es euch das Video an sich gefallen hat, ihr wisst es, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn es euch nicht gefallen hat, einen Daumen nach unten. Ich habe immer zwei dabei, die machen immer Daumen nach unten, warum auch immer. Ich habe da schon mal gebeten, schreibt mir doch in die Kommentare, warum ihr einen Daumen nach unten macht. Vielleicht kann ich ja irgendwas verbessern, was euch nicht passt. Würde mich ja freuen. So, und ansonsten bleibt mir nicht mehr zu sagen, außer wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, gerne ein Abo dalassen. Würde mich auch freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao, euer Paul.